Der erste Schluck, wenn man die aufmacht, die Mate, der ist mal geil. So, Kamera macht das hier. Also kann ich gleichzeitig filmen und aufmachen. Aber auf jeden Fall ist der erste Schluck am besten. Achtung, Werbung. Miu Miu Mate, La Pacho, Lemongrass. Riecht sehr geil, schmeckt mega. Wow. So, jetzt kommt der Hauptgang von meiner lieben Mama. Sieht nach Putenfleisch aus mit Käse, Sahne, Paprika, Lubik, überbacken im Ofen. Fleisch also. Ja. Dazu Vollkornbrot, Weltmeisterbrot aus Lidl, Lubik, alles. Und noch ein Salat, das ist auch aus Lidl. Und dazu Fernsehen, man kommt hier. Oder bis zwei. Also mit verfickter Arbeitsamt kümmere ich mich noch ein bisschen später. Tut mir leid, DHK auch so. Über diesen Fehler hier, ich komme später drum. Jetzt mache ich erstmal einen schönen Verdauungsspaziergang auf dem Tempelhofer Feld. Mal gucken, wie lange ich brauche. Also ich versuche es mal. Ich bin jetzt ein bisschen voll gefressen. Aber ich werde jetzt mal versuchen, das zu schaffen. Einmal rum. Ist der Kleid dabei? Mal gucken, wie weit ich komme. So, also geht es los. 15:06 Uhr. Ich bin hier. Und zwar steige ich jetzt hier am Bahnhof. Der ist da. Und wenn ich jetzt die Karte richtig verstehe, ist also jetzt hier los vor dieser Aussichtsplattform. Und ein so ein Quadrat soll 150 Meter sein. Ein so ein Quadrat. Das heißt, also wenn ich jetzt hier rechne, also ich schätze mal, ich starte jetzt mal hier. Von hier unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Also wenn man die große Strecke 16 Felder nach unten und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. 16 mal so 24 und nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ich muss nochmal gucken. Also, ich messe das mal. Wie viel lang? Ich denke mal einmal rum, ich weiß nicht, wie viele Kilometer das sind. Das prüfen wir jetzt. Ja, also, ich bin so wie es. Starte jetzt die Zeit. Das ist richtig süße, und jetzt? Habe ich gestritten gehabt? Keine Ahnung. Also, Zeit läuft. 0 Meter, 15:08. Es geht los. Jetzt. Das wird auf jeden Fall ein weiter Weg. Ein ganz weiter Weg. 54 Meter, schon geschafft. Wird. Spinnt die Apple Watch hier? Noch niemals 54 Meter. 62 Meter? Was ist denn das? Da muss ich mal prüfen hier. Ich bin irgendwie falsch hier irgendwie gerade. 70 Meter? So schnell? Ist die falsch? Diesen Hundeauslaufgebiet finde ich richtig cool hier. Gleich am Anfang vom Bahnhof. So, 0,37 Kilometer. Keine Ahnung. Und die Apple Watch richtig zählt auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einmal um die große Runde hier rumrenne. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ich bin, kann mich, oder kann mich nicht mehr daran erinnern. So, also hier auf den Aussichtspunkt war ich noch gar nicht. Das ist das erste Mal. Ich habe es jetzt 1,13 vom Bahnhof. Kilometer. Schön. Ich habe mal einen guten Blick auf die A100. Okay, und hier ist das ganze Tempo verfehlt. Krass, schöne Aussicht, hinten ein Fernsehturm. S-Bahn fährt die Uhr mal welche vorbei. Mega. Okay, weiter geht's, nicht so viel quatschen. Training bestartet. Da wird noch ein weiter Weg. Ich stand jetzt gerade für Müllverbrennungsanlage der US Air Force oder sowas. Und hier ist er nicht abgesperrt. Und jetzt kriegt man hier nicht, sondern eine Skateranlage und Aussichtsturm. Wir gucken hier mal an. Hier, Skater. Schau, ich dachte, man kann hier hoch oder so. Schon Kunst dran. Hier ist ein kleiner sitzender Hund. Voll putzig. Das ist ein Baby, oder? Und der, sie hat eine grüne Hose an. Okay. Und jetzt geht's weiter. Auf geht's. Wir schaffen es. Gucken, wie viel wir jetzt mal einen Checkpoint machen. Wir sind jetzt bei 2,19 an diesem Punkt. 2,19 Kilometer. So, 15:35, 2,64 Kilometer. Wir sind hier am rechten Ende. War jetzt mal kurz auf Klo. War sauber, ordentlich. Und kostenlos. Mega. Ja, also wenn jemand zwischendurch während des Marathons hier aufs Toilette muss, geht auch klar. Hier ist jetzt der Hintereingang Leinestraße Neukölln. Ganz gefährlich dient. 2,92. Hier guck mal ein schönes Foto mit Marina irgendwo gemacht an dem Eingang hier. Richtig toll. Genau. Ein schönes Foto. Also hier kann man hin. So, 3 Kilometer sind fast rum, jetzt geht's weiter. Cool. Was ist denn da hinten? Keine Ahnung, da ist irgendwas. Eine Ausstellung oder so was, wa? Wir sind jetzt bei 3,29. Irgendwo da. Achso, Gott, jetzt bin ich also für alle, die das überhaupt noch nicht auskennen, an dem Punkt hier angelangt. Das ist schon ziemlich weit. Also, ich bin hier losgelatscht. Einmal im Kreis. Ich bin
jetzt hier. Bis zu dem Punkt sind das 3,56 Kilometer. 37 Minuten ist jetzt, glaube ich, mit Toilette. 15,45. Gehen wir mal hier hoch. Gehen wir mal von oben an. Ist schon so dunkel. Darf nicht vergessen, ich kann euch gleich nochmal sagen. Ich kann grad, wir machen so ein gigantisches Elfmeterschießen hier hoch. Hallo. Ein Elfmeterschießen. Ja, jeder hat nur eine einzige Chance. Ja, jeder darf einmal schießen und jeder darf einmal halten. Und das machen wir so lange sozusagen sudden death, bis dann sozusagen irgendwann einer gewinnt. Dauert eine Weile, aber wird doch lustig, oder? Wir machen sudden death, Elfmeterschießen, bis irgendwann noch einer das Ding gewinnt. Hier ist ein verlassener Biergarten irgendwie hier hinten. Auch mit Toiletten, auch wieder so ein Checkpoint. 4,43 Kilometer, 44 Minuten bisher. Kleine Autos, rotes T-Shirt. Tischtennis-Turnier wäre auch möglich. Ja, können wir nebenbei laufen lassen. Tischtennis-Turnier, finde ich geil. Ja, super. Hier rechts ist ein Friedhof, können wir noch ein bisschen beten. Hier hinten sehe ich ein Basketballfeld, da. Hier ist noch irgendwas. So, hier hinten ist jetzt Baseball, finde ich ganz geil. Hier könnte man Brennball spielen mit so einem Brennmeister, den ich aus der Schule kenne. Weil ich mit den Kindern noch mal als Erzieher spiele, hinten ist Krankenwagen irgendwie. Wir hatten eine grüne Jacke. So, also da hinten Baseball zum Beispiel. Baseball-Turnier oder Brennball finde ich richtig gut. Hier ist wieder Basketball, Toiletten. Hier ist ein komischer Turm. So, was ich noch vergessen habe, bevor ich es vergesse, dann, dass wir vielleicht, wenn wir das Bock haben, wenn wir uns alle hier verteilen mit genügend Abstand und so, das schaffen, dass wir irgendwann im Laufe des Tages eine Minute lang beten und atmen. Wie auf der Apple startet das hier mit Atmen. Können wir jetzt von mir aus nochmal zusammen machen? Ach nee, dann darf ich nicht unterbrechen jetzt hier. Also ihr wisst schon, Apple Watch atmen, eine Minute an und eine Minute wirklich Schnauze halten und beten. Und wenn wir das dann alle zusammen machen, dann beten wir eine Minute lang für Weltfrieden. Das wäre geil. Würde mich freuen, wenn wir das hinkriegen. Hier ist anscheinend Badminton, Squash. Ich bin jetzt bei 4,88 Kilometer. 16 Uhr gleich. 51 Minuten. Und da vorne sehe ich Beachvolleyball. Ich bin großer Fan von, leider bin ich so clean mit 1,70. Aber Beachvolleyball-Turnier können wir vielleicht nebenbei auch noch laufen lassen. Hier ist Basketball und Tennis nochmal. Mega. Und hier ist ein Zirkus. Schön. Und hier ist anscheinend nochmal Baseball. Also hier ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Und Tempelhofer Feld. Mega. Freue mich schon. Beachvolleyball auf jeden Fall. Ich wäre auch cool, wenn wir dann wenigstens mal ein Match machen könnten, wo das Netz ein bisschen kleiner ist, auch für Menschen wie mich, die da nicht rankommen. Dass ich da auch mal einen Schmetter machen kann. Wäre toll und fair. Zirkus ist wohl jetzt leider erschlossen, ne? Mittlerweile. 5,9. Schade. Irgendwann Zirkus, Ferien, grünes Männchen. Kabuz. Kabuwazi. Kabuwazi. Okay, sieht cool aus. So. Bin jetzt hier so auf der zweiten Landebahn. 5,66, 6,4. Das heißt, hier ist irgendwas abgesperrt. Keine Ahnung warum. Und im Radio, ich höre gerade 104,6, kommt Jerusalem von Master JK. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Also 15 Uhr, da würde ich sagen, eine Minute atmen. Und 15:01 Uhr, Jerusalem. Alle auf den Tempelhofer Feld. Flash Mob Dance Challenge. Das ist doch geil, kriegen wir es hin? 5:01 in Jerusalem, dann geht's hinterher. Das ist ja toll. 16a, 20a, 26, mein Lieblingszahl, mein Geburtstag. Okay, hier sind wir jetzt Tempelhofer Feld, also Tempelhofer Flughafen, Berlin Tempelhof. Hier habe ich auch mal gearbeitet für Fine Event. Schon längst Event, insolvent die Firma. War richtig cool. Herr Paul oder so hieß der Chef. War eine coole Firma. Schade, dass die insolvent sind. Ich habe jetzt zig Einsätze gemacht. Hier auf der Marathon-Messe und so gearbeitet. Wie ist die nochmal? Wir mussten sich alle hier registrieren und wir haben Bratwurst verkauft. Voll cool. So, ich bin fast am Ziel. Okay, jetzt ist der Hund. Und 5,76 eine Stunde. Geht doch, also eine Stunde, das war super. Schon fast dunkel jetzt. Hände abgefroren. 6,4 Kilometer habe ich es geschafft. Wir sind richtig abgefroren. Eiskalt. So, also ich meine, ich bin jetzt knapp 70 Minuten mit Ausruhen und gechillt, laufen zwischendurch. Ich war immer auf Toilette, ich habe meine Videos gedreht.
Ganz entspannt bin ich in 70 Minuten, 7 Kilometer circa, dieses ein Feld einmal rumgejoggt. Zum ersten Mal in meinem Leben jetzt zurück. Wir sind jetzt wieder am Bahnhof. Und wie gesagt, geil wäre es, wie gesagt, wenn frühs, wenn dann alle um 7 Uhr im Ziel sind, dass wir einmal so Rocky machen. Und wir sagen halt eben nicht, Adrian, ich habe es geschafft, sondern wir sagen, Adrian, wir haben es geschafft. Das wäre doch geil, so was Neues. Und dann 15 Uhr machen wir dann dieses Beten, eine Minute beten, atmen um 15 Uhr, 15:01 Jerusalem und 15:15 machen wir dann so ein Outdoor-Gesamttraining, Grid. Jeder bringt ein Hantel oder eine Matte mit und dann machen wir dreiviertel Stunde bis um 16 Uhr Grid Outdoor-Training. Hier, alle. Das wird krass, gigantisch, hat die Welt noch nicht gesehen. Okay, Pflanzenkölle. Das ist ein richtig Action. Mittwoch, 6.1.2016, 16:32 Volle Kanne, echt. Keine Ahnung, was passiert ist. Absolut keine Ahnung. Das weiß ich. Polizei, Feuerwehr, richtig Alarm. Da, direkt erstmal nach Schöneberg. Aber sowas darf man ja nicht filmen, was? Ich habe Ärger von den Hatern. Mhm. Hier habe ich mal eben mal eine Impfung gemacht. Irgendwo habe ich immer impfen, in so einem Labor. Das hier, glaube ich. Aber jetzt in Umweltmedizin. Ich habe immer hier mal impfen lassen. Da. Ja. Okay, geh jetzt noch ein bisschen pumpen nach Südkreuz. An dem Gasometer. So, Nachricht am Basis. Dominator schneidet jetzt noch die Videos zusammen und geht jetzt hier ein bisschen pumpen. Ja, hier ist ein kleiner weißer Hund, sehr süß. Ja, und jetzt mein Cut. Danke fürs Einschalten.